Geld. Geld spielt in diesem Thema eine riesige Rolle. Und ich kann die Leute mega verstehen, die sagen, ey, ich will es günstiger haben und ich würde es aber auch gerne besser haben. Es ist halt einfach nicht immer so einfach. Und ich möchte euch gerne in diesem Video zeigen, wie günstig, aber auch spaßig man dieses Thema angehen kann, ohne jetzt auf irgendwelche Fakes zurückgreifen zu müssen. Das ist ja erstmal sowieso. Das Einzige, was man eigentlich dafür braucht, ist halt eben, ne, natürlich wieder ein kleines bisschen Geld, aber das sind ungefähr so 80 € oder weniger. Werkzeug und halt Know-how. Das Video kommt sowieso wieder aus der Kategorie, hey, ich würde euch das gerne zeigen. Ich kann hier selber jetzt gerade nicht viel machen, weil ich das Zeug nicht da habe. Allerdings habe ich gerade eine Unix 60 da und um das Board soll es auch in irgendeiner Form gehen, beziehungsweise um ja viele Boards, die ihr bei 42 Keeps kaufen könnt. Ist auch wieder ein Shop aus der EU und die verkaufen halt sehr, sehr günstige Kits, die ihr natürlich löten müsst. Allerdings bockt löten auch und jeder von euch wird es schaffen, garantiert. Das Teil habe ich netterweise von Daniel ausgeliehen bekommen. Ne, Kuss geht raus. Und nach den Preisen von jetzt kann man das Ding gerade so um den dicken Daumen für 80 € bauen. Das Board hier besteht nämlich zu einem signifikanten Teil, oder ich glaube sogar fast komplett, aus Cherry G80 Bauteilen, halt eben abgesehen von dem Kit. Und so eine G80 kriegt ihr auch teilweise echt günstig. Auf jeden Fall unter 50 €. Und 50 € ist auch schon relativ viel. Denn wenn man die MX Blacks, die halt meistens in den Boards drin sind, ablötet und die Stabilizer rausnimmt und die Keycaps rausnimmt, dann habt ihr im Prinzip alles, was ihr für das Board braucht und das halt eben für, ne, irgendwie 20 bis 50 €. Also das ist halt eben dann fast nichts, aber halt dafür Top Quality, weil in der Zeit hat Cherry eben halt noch richtig, richtig gute Sachen gemacht. Und in der Theorie habt ihr dann auch ein wirkliches True Cherry Profile. Die sind dann meistens nicht Double Shot, sondern irgendwie Laser Edge, das heißt, ne, nicht so wie Gene Case macht, aber trotzdem ziemlich geil und ich habe das Ding ja hier selbst und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Nochmal ein paar weitere Eckdaten zu den Boards von 42 Keeps. Die Plates, die in den Boards immer mitschippen, wenn da welche dabei sind, bestehen eigentlich immer aus FA4. Das ist der gleiche Stoff, aus dem Platinen bestehen. Ist einfach ein Fiberglas quasi. Ich glaube, das ist das deutsche Wort dafür. Und ja, ist eigentlich auch wieder ein sehr interessanter und nicer Werkstoff. Das Coole an diesen ganzen Sachen ist eben mal, das sind so Projekte, die dauern ein bisschen länger, sind dafür aber auch günstig. Das heißt, ihr könnt das Ganze, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, das immer alles in einem Stück zu machen, wirklich über mehrere Wochen einfach so ein bisschen chillig laufen lassen, mal da ein bisschen was arbeiten. Und dann habt ihr halt ein Board, was entweder für den Schreibtisch oder für den Schrank gut ist. Hätte ich jetzt gerade die Zeit, würde ich es halt auch safe mal machen. Wenn ich in irgendeiner Form auch an die Kids drankommen kann, dann werde ich es auch tun, definitiv. Hier wird auch einiges mehr Richtung so Löten und sowas passieren, weil das einfach was ist, was viele Leute interessiert. Aber an sich ist das halt ziemlich, ziemlich günstig. Und das ist halt eben ein Fun-Project. Und die Dinger sehen auch nice aus und sind dazu noch gut verarbeitet und kommen eben halt nicht aus China. So, das ist eine mega nice Sache. Ne? Ich würde euch jetzt auch gerne zeigen, wie ich das Board baue. Geht aber nicht, ist schon gebaut. Schade drum. In Zukunft werde ich sowas auf jeden Fall machen. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt in die Richtung, dann meldet euch auf dem Discord. Weil da haben wir sowieso schon sehr oft über das Thema gequatscht. Und da gibt es mittlerweile auch viele, die sich die Dinge auch schon mittlerweile bestellt haben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ne, dann lasst mir auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Generell, wenn euch der Content interessiert, checkt meinen Channel ab, lasst mir gerne hier ein bisschen Support da und wie gesagt, Fragen in die Kommentare, auf Discord, wo auch immer ihr wollt. Dann würde ich sagen, haut rein.